Maschine gibt einen kontinuierlichen Gleichstrom ab, der in der Leistung von der Größe des Modells abhängig ist. Diese Maschine gibt 3 bis 4 Kilowatt Dauerleistung, je nach Luftfeuchtigkeit, wobei die Spannung zwischen 270 und 320 Volt schwankt. Hohe Luftfeuchtigkeit verhindert den Aufbau der Spannung. Am besten ist trockene Luft. Wohl ist mit den bisher erreichten Resultaten ein Hauptziel erreicht worden. Freie Energie kann nutzbar gemacht werden. Die Forschungsarbeiten aber gehen weiter. Bis ein Modell entwickelt ist, das ohne jede Gefahr auch an Laien, also an jedermann abgegeben werden kann, braucht es noch viel Arbeit und Zeit. Dem geschulten Physiker muss manches unmöglich, ja verrückt erscheinen. Auch darf er sich nicht an den verwendeten Begriffen zur Erklärung des Ganzen stoßen. Wir haben die Begriffe zum Teil der herkömmlichen physikalischen Terminologie entnommen, um annähernd die Funktionsweise und die Eigenschaften der einzelnen Maschinenteile erklären und definieren zu können. Aber im Grunde genommen müssen neue Begriffe geschaffen werden, die wir einen davon bereits verwendet haben, indem wir die berührungslose Ladungsabnahme durch Gitterelektroden als Taster bezeichneten. Diese Maschine stellt Fachleute, die in der traditionellen Physik geschult sind, vor eine harte Probe, denn ihre Wirkungsweise ist mit dem bis heute bekannten und anerkannten physikalischen Wissen nicht erklärbar, oder doch zumindest nur teilweise erklärbar. Aber auch ein geschulter Fachmann sollte immer frei bleiben und selbstständig denken. Und er sollte sich vom zeitlich bedingten Rahmen des anerkannten Fachwissens nicht eingrenzen und einschränken lassen. Es ist zu bedenken, dass die etablierte Wissenschaft schon oft fundamentale Thesen abzuändern oder gar aufzugeben genötigt war. Denken wir doch an Galileo Galilei, um nur